Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Da vorne haben wir ein paar Lurker und Blutfliegen, die wir noch erledigt haben wollen. Also die Blutfliege kümmern wir uns zuerst und dann den Lurker. Und dann sehen wir zu, dass hellichter Tag wird, wenn wir hier sind. Damit wir besser sehen können, wie wir da reinkommen und dann vorbei. Gut, dass hier drumherum die Einfanggegner erstmal noch sind. Komm, mach den. Das mit dem Kämpfer gefällt mir echt nicht. Ich glaube, es würde mehr Sinn machen, wenn wir wirklich erst einmal die Erfahrungspunkte, die wir haben, hier nochmal in Schwertkampf nutzen, investieren. Weil das passt mir gerade gar nicht, dass er einfach wie so ein Volldepp kämpft. Sorry, dass ich mich hier so aufrege, aber... Aber ja, der kämpft wie ein Idiot. Der holt nicht richtig aus. Wir gehen nochmal zurück. Gehen zu Cord. Lassen uns von ihm Zweikampf nochmal trainieren. Also Zweihänder. Oh, und das Sumpfkraut, das hier irgendwo war, nehmen wir auch noch mit. So, und dann hier wieder hoch. Ansonsten kommen wir hier erstmal nicht weiter. Und es ist wirklich 3.12 Uhr. Das gefällt mir gar nicht, dass wir auch nachts hier angekommen sind. Wie viel brauchen wir für die nächste Stufe? 33.000. So, wo haben wir die Fackeln? Dann sehen wir jetzt auch endlich mal ein bisschen was. Alte Mine schön und gut, aber wenn wir hier im Dunkeln nichts sehen und dann hier auch noch scheiße kämpfen. Was bringt uns das hier zu sein, wenn wir eh gegen alle verkacken? Ich hoffe, der Drachensnapper, der lässt uns in Ruhe. Der hat uns jetzt nicht im Visier, okay. Wir gehen einmal zurück. Wir müssen erstmal stärker werden. Vielleicht sind hier auch die ganzen Viecher wieder gespawnt. Hoffentlich. Dann kriegen wir doch noch ein paar Punkte mehr. Nee, aber hier ist auch erstmal dunkel. Ist immer noch 3.30 Uhr. Mussten wir nachts da ankommen in der alten Kolonie? Im Minental? War das irgendwie so eine Pflicht? Ich würde das gerne verstehen, ja, also... Weil es war ja herrlichter Tag, als wir hier hingingen. Und dann auf einmal dunkel. Boah, ich hoffe, das wird aber nicht dauerhaft so sein, dass wenn wir jedes Mal hier hinkommen, ins Minental, dass es dann automatisch dunkel ist. Zur Gefängniskolonie. Ah, und die Tür ist jetzt zu. Und die Wachen hier sehen nur, wie ich hier jetzt aus dem Minental die Flucht ergreife. Die denken sich auch, was ein Held. So, wir gehen jetzt mal hier rum. Hier war ja irgendwo der schnellste Weg in Richtung Banditenlager.
Und sobald wir den Zweihänder nochmal um 10 Punkte verbessert haben. Ich hoffe, wir können um 10 Punkte verbessern. Nicht, dass es jetzt wie bei Stärke ist, dass wir für 5 Stufen Punkte 10 Lernpunkte ausgeben müssen. Ich hoffe nicht. Wo war hier nochmal die Treppe runter? Hier. So. Und da geht schon die Sonne auf. Es wird schon langsam hell. Boah, ich wünsche mir wirklich, dass wir ein bisschen mehr oder ein bisschen besser mit der Axt hier umgehen können. Das wäre schon ein Segen. So, aber die Fackel können wir auch wieder einstecken. Wir gehen trotzdem einmal noch einmal ins Bett bis zum nächsten Morgen pennen. Dann ist safe helllichter Tag. Was sagt denn jetzt die Uhr? 4:19 Uhr. Dann haben wir auch volle Gesundheit dann auf jeden Fall. So. Ja, die stehen alle auf. Verdammt, was ist los? Ich will doch nur pennen. Gesundheit ist voll. Wo ist Kurt? Das habe ich früher auch gemacht. Ja, Bulko erstmal wieder am Pissen. Natürlich. Gut, dass man seinen Lördes nicht sieht. Das will doch keiner wissen. So, Kurt. Bringen wir mal zwei Hände bei. Bring mir bei, wie man kämpft. So, genau. Bring mir bei, wie man kämpft. Ich kann dich an jeder Waffe ausbilden. Womit wollen wir anfangen? Zweihänder. Ach nein, jetzt auch so? Du bist schon besser geworden. Weiter so. Toll. Jetzt auch so teuer. Gucke mal, wie wir. Er macht das immer noch so. Was soll denn das? Der kämpft echt wie so ein Vollidiot. Wie sollen wir so im Kampf besser vorankommen. Jetzt ernsthaft. Meinst du, mir geht es besser? Ich würde dann lieber schauen, dass wir von irgendwem hier eine Waffe kriegen, die. Ich hab da meine eigene. Hey! Also komm mir nicht. Also ein Zweihänder. Er ist gewandt, also will ja selbst. Wir sieht, was brauchst du? Das kann ja nicht ewig sein. Das 65 nur braucht, der hat keinen vernünftigen, aber wir haben hier doch ein paar Sachen. Hier den goldenen Ring können wir ihm abgeben. Meine Meinung will ja keiner. Fälle. Nicht drauf gekommen. Von mir erfährt keiner was. Sonst hier Rohstall hätten wir wieder, die Fälle. Das war doch klar. Das war doch schon. Hier Ring der Gewandtheit brauchen wir nicht. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn haben wir natürlich doch noch gekriegt. So, was haben wir hier noch? Nein. Hier, das Ding kann weg. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihn auch. Dann lasse ich lieber die Finger. Die 10 Dinger können ich weg. Meine eigene Sache. Grobe Kriegsamt. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Benötigte Stärke. Das hast du nicht gewusst. Benötigte Stärke 70. Wo hast du das denn schon wieder her? Das können wir verkaufen. Er hatte das nicht. Davon lasse ich lieber. So, okay, gut. Wir sehen zu, dass wir stärker werden. Definitiv. Jetzt ist zum Glück hell. Ich wundere mich aber gar nicht. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Ich hoffe, wenn wir ins Minental wieder zurückkehren, dass da dann
Wieso sind wir jetzt stehen geblieben? Wenn wir ins Minental zurückkehren, dass er jetzt auch Tag ist. Und nicht wie Nacht, wie gerade eben. Dass wir dann auch sehen, wo wir hinrennen können. So, Errol können wir auch mal quatschen. Vielleicht hat er noch zwei Händler. Ansonsten müssten wir noch mal zu Dingens, nach Corinnes. Zu den ganzen Händlern. Das ist kein Geheimnis. Ich bin ganz deiner Meinung. Hey! So, der hat doch hoffentlich Waren, oder? Zeig mir deine... Die Auswahl! Edles Wasserschwert, 110. Streit, aber auch 110. Das wäre das, was ich jetzt gebrauchen könnte. Aber egal, wir nehmen... was? Nein? Was habe ich getan? Zurück? Das Ding weg? Ach nein. Jetzt habe ich mein ganzes Geld jetzt einfach so weggeschmissen, oder wie? Oh komm, das können wir verkaufen. Oh, komm, geben wir das auch noch. Jetzt habe ich fast 1000. Komm, die Dinger brauchen wir auch nicht. Ich wollte nur den haben. Dann müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht Amulett der Kraft Stärke buchen. 1000 kostet das. Habe ich noch gar nicht gewusst. Was gebe ich ihm dafür? Den hier vielleicht? Das ist nichts wert. So, wo ist das? Also, erstmal aufmachen. 50 Gold immerhin. Lebensenergiebonus. Das alles ist. Man selbst ist doch da nicht drauf gekommen. So, okay, jetzt haben wir wie viel 73. Zweimal Stärke fehlt uns noch. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Irgendwie müssen... Wie viel Geld haben wir noch? 800. Irgendwie müssen wir jetzt noch an 2 Stärke kommen. Damit wir das Ding hier ausrüsten können. Und ich hoffe, damit können wir besser kämpfen. Boah, aber wie doof war das denn jetzt gerade, dass ich jetzt aus Versehen hier so, ja, 1000 Sachen da gekauft habe. Jetzt brauche ich aber wirklich nur noch 2 Stärke. Und dann hoffentlich geht der andere 2 Händler besser. Da noch nicht, da vorne. Da ist das Gebetsding. So. Komm, bitte gib Stärke. Ach nein. Niemand will hier die Geschicklichkeit jetzt bei mir hier. Warum gibt er mir Geschick? Ich will die Scheiße gar nicht. Ah. Machen wir mal so. Wir gehen mal hier hin. Ich hoffe, wir haben genug Geld, um es ein paar Mal zu versuchen, wenn wir hier jetzt pennen. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Er hat auf jeden Fall. Wann bekomme ich endlich meine Miete? Ja, leck mich doch. Hier, deine 50 Gold. 50 Gold. Das wurde aber. Das ist doch alles nur Gerede. So, jetzt eben pennen gehen. Erzähl bis zum nächsten Tag. Nochmal da unten runter. Das ist doch mal
doch wahr. So. Weit entfernt. Bis zum nächsten Morgen. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Da kannst du eh nichts machen. Ich hoffe, über diesen Weg schaffen wir es jetzt, die letzten zwei Stärkepunkte zu kriegen, die wir brauchen. Und wehe, es gibt mir nochmal Geschick. Ich will Stärke. So, beten. Ja. Nice. Das heißt, dann noch einmal pennen. Wieder darunter. Und dann hoffen die nochmal stärker. Wie viel Geld haben wir jetzt? 607. Zu toten Harpie. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Keine Ahnung. Das ist wirklich nicht mein Problem. So. Ist doch wahr. Wieder zu weit weg. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Ich hoffe, das klappt, was ich vorhabe. Jo, so geht's auch. Nur noch ein Stärkepunkt. Einen. Ein und ich bin glücklich. So. Bitte? Ach, leckt mich doch. Was soll ich mit Geschicklichkeit? Fick dich, Innos. Fällt mir nichts ein, was ich jetzt noch zu sagen kann. Jetzt müssen wir nochmal 100 Gold ausgeben, um zu hoffen, dass er uns wirklich auch Stärke gibt. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Oder macht er das mit Absicht immer im Wechsel? Für 100 Gold. Beten. Fick dich! Alter. Nee. Was soll ich jetzt mit 20 Geschick? Ich will die Scheiße gar nicht haben. Ich habe jetzt insgesamt 300 Gold umsonst ausgegeben. Das hätte er auch selbst wissen können. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das will doch keiner mehr hören. Er hat... So. Ja. Das habe ich früher auch immer gesagt. Komm, ich brauche nur noch einen Punkt Stärke, ja? Einen Punkt, Innos. Stärke, nicht Geschicklichkeit. Hör mir ganz genau zu, Innos. Stärke ist das, was ich brauche. Stärke. Ich hasse gerade Innos. Wisst ihr das? Dieser eine Gott, der will mich doch verarschen. Der gibt mir die Scheiße, die ich nicht haben will, die ich nicht brauche, die mir nichts bringt. Wie viel Gold habe ich noch? 307. Ich habe jetzt noch maximal 3 Versuche. Das kann doch nicht wahr sein. Bis ich kein Gold mehr habe. Das habe ich früher auch immer gesagt. Warum will der mich so verarschen hier? Der will nicht, dass ich weiterkomme, oder? Da muss man noch mal zuhören. Das habe ich eh nicht mehr.
Ist das wirklich immer so zufallsgeneriert? Ich mache es jetzt folgendermaßen. Bevor ich jetzt bete, ich speichere hier jetzt einmal. Und wenn er mir nicht das gibt, was ich will, lade ich nochmal neu. Okay. Hat er mir jetzt das gegeben, was ich wollte. So, gucken wir mal, wie wir jetzt damit kämpfen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das jetzt besser ist oder nicht. Aber ich kann die Axt jetzt loswerden. Holland, ich gebe dir meine Axt, ja? Zeig mir das. Selbstverständlich. Hier Schlachtaxt, Orkschlechter, Bartaxt, leichter Zweihänder, den haben wir ja jetzt. Dolch. Das ist kein Geheimnis. Schutz vor Magie 5. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. So, hier darfst du haben. Das wird sich nie ändern. Er hat auf die Fall. So, wie viel Gesundheit haben wir jetzt eigentlich? 182, ja, weil wir dann einen Dings da weggetan haben. Ich hoffe aber, mit dem Schwert läuft es jetzt besser. Dann gehen wir jetzt noch einmal zur alten Mine. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht dunkel da drin. Wenn wir da reingehen. Dass es hell ist, Tageslicht. So, aber wir müssen zusehen, dass wir auch wirklich den Zweihänder besser drauf haben und Stärke wirklich auf Maximum bringen. So. Dann gehen wir da nochmal rein. Gegen die Orks können wir eh momentan nichts ausrichten. Aber wir haben ja wieder Fleisch, 21, die können wir auch mal brutzeln. So. Okay, an dem Ding läuft das auch besser als am Herd. Geht auch viel, viel schneller. Womit denn? Geht deutlich viel schneller, das speichern wir. So, wir müssen aber wirklich zusehen, dass wir mit den Kämpfen besser werden. Und jetzt erstmal vielleicht doch. Da wir jetzt ein besseres Schwert haben, dass wir jetzt erstmal auf Zweihänder uns fokussieren bei der nächsten Erfahrung, die wir sammeln. Aber wieso ist das auch so verdammt teuer hier? Bitte sei es jetzt hell da drin. Ich möchte, dass es hell ist. Ich möchte Tageslicht da drin sehen. Und nicht wieder durchs Dunkel rumlaufen. Bitte? Es ist hell, ja Mann. Jetzt können wir endlich mal was sehen. Nice. Das speichern wir auf. Aber Chemintal speichern wir mal auf R2.
knabbert an irgendwas. Oder irgendwen. Ja, da knabbert an irgendwen. Ein Ritter. Warte mal, können wir hier irgendwie irgendwo hochklettern oder so? Dass wir den dann erledigen können mit der Armbrust? Ich glaube, gegen den Drachensnapper kommen wir so an sich erstmal gar nicht an. Boah, wie tot ist hier eigentlich jetzt aus? Okay, es sah schon vorher auch tot aus. Nun so grau. Ist jetzt nur ein bisschen detailreicher. Aber gut, dass wir jetzt hier ein bisschen besser sehen. Da ist der Snapper wieder. Und der Drachensnapper. An dem kommen wir so nicht vorbei, ne? Da sind auch ganz normale Snapper. Nichts zu holen. Gut. Einmal speichern. Ich glaube, wir müssen wirklich ausweichen. An den gefährlichen Kreaturen. An denen, die uns wirklich Schaden machen. Ja, genau dich hätte ich gerne. Komm her, kleiner Snapper, komm her. Ich frage mich, warum der oft wirklich nicht kämpfen will. Da brauchen wir Geschicklichkeit. Aber das ist nicht die Waffe, die ich dann auch haben will oder nutzen will. So, und nochmal speichern. Und hier ist nochmal jemand. Denn alte Münze, Gold. Nehmen wir alles mal mit. Da gibt es aber wieder ein paar Snapper. Das sind Erfahrungspunkte. Ja, dich hätte ich gerne. Aber denn kennen wir den nicht irgendwoher? Dich will ich jetzt als nächstes. Ich frage mich wirklich, warum will der oft nicht kämpfen? Der schlägt wirklich nur einmal nach vorne und dann weiß er nicht mehr weiter. Und ich drücke hier mit den mit WASD in jeder erdenkliche Richtung für den Kampf und der macht das nichts. Der macht da gar nichts. So, jetzt will ich den da. So, das hat jetzt funktioniert zum Beispiel. Speichere das jetzt noch einmal. So. Ah, wieder Orks. Wieso sind hier so viele Orks überall? Ach nein, der hat mich erwischt. Der hat mich gesehen. Ich ergreife mal die Flucht. Autsch.
Da sind noch mehr Orks. Da sind Goblins. Die Snapper kommen. Da sind Feldräuber. Ich laufe mal an denen vorbei, einfach um zu gucken, wo es hingeht. Aber das alles kennen wir noch. Aber hier sieht es richtig, richtig tot aus. Zwar detailreich, aber noch toter als es sonst war. Jo, hier ist alles voll mit Orks. Jo. Okay. Nicht überstanden. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.